Willkommen zurück zu einer neuen würgreizerregenden Folge. Freitag, der 13. mit dem Schlangenbürgerkreis, dem die Kobra ins Auge gespuckt hat. Was, ey, man, als ich 12 war, nannten sie mich den Kobra-Klatscher. Also Kreis sieht jetzt im echten Leben gerade aus wie so ein Roman, ja? So ein Grundschulroman mit so einer Brille, wo so ein Augenbadge draufgeklebt wurde. So sieht er gerade aus. Also nicht mal wie ein Pirat. Ein Pirat ist ja cool, weißt du? Aber nein, er sieht einfach aus wie so einer. Piraten sind cool. Ja, wie so einer, der einen Haufen Allergien hat, weißt du? So ein Allergiker. Ja, jetzt schreiben alle, aber ich heiße auch Roman. Ich heiße Roman und Nüsse sind gefährlich. Ja, Nüsse sind gefährlich, Roman, das stimmt. Das stimmt. Nein. Die können schon verdammt gefährlich sein. Ich höre hier so eine retrorale Musik. Ich habe das Telefon gefunden. Hätte ich jetzt so eine Sicherung? Oh, Alter, wäre das geil. Würde ich uns direkt hier rausholen und würde sagen, so, Jace, in dein Gesicht. Ich hab dir ins Gesicht gespritzt. Ich habe einen extra eleganten Maisballschläger. Ich habe nur so ein Rohr. Und das wurde auch benutzt für andere Dinge. Riecht ein bisschen nach Hamster. Da hat sich jemand rektalen Hamster eingeführt mit dem Rohr. Ich tausche das mal gegen diesen nach Nuss riechenden Baseballschläger aus. Mr. Garrison und wie hieß sein... Mr. Slave, Mr. Slave. Der hieß einfach nur Mr. Sklave, ne? Ja, Mr. Slave. Er hatte keinen Namen, aber er war eine echte Hure. Ja, das stimmt allerdings. Lemmy Winks war auf großer Reise, bis er den Katatafisch in der Magengruft gefunden hat. Und dann hat er sich Paris Hilton reingeschoben. Ja, das war schon krass. Das war schon krass damals. Paris Hilton schiebt sich erst eine Ananas rein und dann schiebt er sich Paris Hilton mit Ananas rein. Ich bin bei der Schlaufe, wo bist du? Ich mache eine Karte. Ich bin in der Peckelneckel Lodge. Also hier oben, das Gebäude, da kann man eine Sicherung reindrücken. Wenn du die Sicherung hast, besteht Hoffnung. Ich weiß, wo das Gebäude ist, aber wir werden wahrscheinlich nicht die Sicherung finden. Das ist immer so, ne? Wenn wir wissen, wo das Gebäude ist, dann haben wir keine Sicherung. Ja, der alte Hut halt, ne? Und wenn wir einen Schlüssel finden, finden wir weder Batterie noch Sprit. Und warum werde ich eigentlich nie Killer? Weil die Leute wünschen sich's ja. Die Leute sagen, ach, mal wieder Keys als Killer, es wäre so Loose Ditch. Und du hast ja sogar Priorität. Vielleicht ja, ich habe Priorität wegmachen. Killer. Oh, oh. Es ist Retro, ne? Ich habe die Sicherung. Ja. Ich habe die Sicherung. Oh, wo bist du genau? Ich habe eine Karte. Oben an der Schlaufe. Okay. Aber das Problem ist, wir müssten ihn jetzt ablenken. Wir müssen jetzt irgendwelche... Also jetzt müssen unten Aktionen entstehen, dass er nach unten geht und ich dann ganz in Ruhe mit der Sicherung rumspielen kann. Aber was könnte ich denn jetzt hier unten machen, dass er hier runterkommt? Scheiße. Hier ist auch Benzin. Ich habe auch Benzin. Ich könnte also rein theoretisch sogar das Boot tanken als Plan B, weil auch da oben ist das Boot. Ja, oh, er ist hier unten. Er ist hier unten. Du könntest jetzt in Ruhe die Sicherung machen. Okay, ich gehe jetzt hin. Ich versuch's. Er ist nämlich hier unten an... Oh, fuck, Alter. Der ist wirklich hier unten. Scheiße. Er hat irgendjemanden erwischt, oder? Ja, die Leute schießen auf ihn. Alles klar, das ist gut. Wir müssen ihn richtig wütend machen. In die Bagaga spritzen. Kämpfen zu zweit gegen ihn. Er mag's gar nicht, wenn man ihm an die Bagaga langt. Warum schreien denn alle? Stirbt denn da unten jemand, oder? Ich glaube schon, ja. Okay, ich bin am Entsichern. Shit. Klar, natürlich hat's wieder nicht funktioniert. Jetzt kommt er bestimmt gleich zu mir. Oh, ne. Ne, sie tanzen noch, glaube ich. Aber ich sehe ihn nicht mehr. Wenn man, ich weiß nicht, wie man ihn auf die Karte so marken kann, dass alle ihn also sehen. Also sie tanzen noch. Provoziert ihn. Provoziert ihn. Ich bin am Telefonieren. Helft er. Ja, das klappt schon. Das ist kein Prank. Ich bin nicht Leon. Nein. Leon Marmchair. Leon mag scheren? Ja, Leon mag scheren. Leon, tu die Schere weg. Aber Mama, ich mag Pranks. Nein. Ich will einen Scherenprank machen. Aber dann nimm die... Könnte ich jetzt auch so ein Video machen. Nimm die Harry Schere Bieber. Im Auge, Fragezeichen. Nimm die Harry Bieber Schere. Die ist nämlich schön abgerundet vorne. Ja. Ich betanke jetzt das Boot. Als Plan B. Ist er immer noch bei euch? Ich weiß es nicht. Er wird jetzt bestimmt hoch zur Schlaufe gegangen sein, weil er dann gehört hat, wie du die Cops gerufen hast. Ja, aber ist jetzt zu spät. Hier ausgeschlauft. Der hat sich ja ausgeschlauft jetzt. Aber dann ist doch bestimmt hier oben in der Schlaufe irgendwo die Schraube. Keine Ahnung, ich war eigentlich ziemlich gut unterwegs, was die Schlaufe angeht. Ich habe einen Stock gefunden. Der riecht sogar gut. Das ist echt verrückt, denn normalerweise riechen Dinge hier in der Gegend nie gut. Nee, also gerade hier unten. Gerade hier unten. Oh, der Asiate ist als erstes gestorben. Ist ihm aufgefallen, dass hier auch
überall so Kohlebriketts und Gasflaschen stehen? Die wollten den Burning Man machen. Boah, Burning Man, ne, das wäre auch nochmal was, wo ich so einmal im Leben gerne hin würde, ne? Ja, aber dann musst du nach Amerika. Ja. Und mir wurde mal gesagt von jemandem, der schon da gewesen ist, dass das da irgendwie, dann haben die irgendwie nur 3 Ticketschalter auf oder so und 40.000 Leute stehen da und wollen rein, weißt du, und dann müssen noch alle durchsucht werden und so. Da bist du den ersten Tag nur damit beschäftigt, eigentlich irgendwie da reinzukommen. Also der gute Spirit ist weg anscheinend, ne? Vor 10 Jahren war es irgendwie noch, ja, komm doch rein, ist eine Wüste, Mann. Ja, ja, eben, weißt du, alle hier, wir sind frei, aber jetzt, oh. Donald Trump hat gesagt, nein. Ja, ja, ihr Bart ist länger als 1 Millimeter, da müssen wir doch mal bitte einmal ganz kurz vorne rüberbeugen. Du musst ja auch mal aus der Perspektive sehen, ist es jetzt irgend so ein alternativer Hippie oder ein Taliban? Ja. Nobody knows. Aber man muss sagen, wenn irgendwas mit Kindern ist, ne, da wird Trump plötzlich weich, ne? Ja, ja, Kinder ist wohl seine Achillesferse. Kinder und ja. Welpen. Also er denkt halt einfach wie so ein 9-Jähriger. Ja, weil er hat jetzt irgendwie dieses, das ist ja dieses Kind, wo die Maschinen abgestellt werden sollen. Da in England, ganz großes Thema hier, Charlie, Hashtag, weiß ich nicht. Und jetzt hat er das mitgekriegt, dass die da von wegen, sie wollten ja eigentlich das mit dem Kind dann in die USA und Geld sammeln, damit, weil die eine Alternativtherapie anbieten und so. Und jetzt hat er quasi per Twitter geschrieben und nicht er selbst, aber der amerikanische Staat, also irgendein Telefonist von ihm, hat sich Area jetzt schon 51, mit der, holt ihn ab. Ja, ja, hat sich jetzt schon mit der Familie so auseinandergesetzt und gesagt, hier, wir telefonieren, wir reden mal und vielleicht kommen wir ja zusammen. Wir haben damals doch Aliens gefunden und haben einen Heilstrahl, den setzen wir jetzt ein. Ja, so ungefähr. Und bei Twitter hat er jetzt, Ja, an sich ist das ja wirklich ein, irgendwie auch ein sensibler Mann. Ich meine, dieser Bombenangriff auf diese Flugzeugstation da, das, auf diese Militärbasis, weil er gesehen hat, ja, wie Kinder leiden. Ja. Hat er gesagt, nee, jetzt muss ich aber ganz schnell. Ja. Vielleicht hatte er so eine, keine Ahnung, so eine Kevin allein zu Haus Kindheit, weißt du? Und das verträgt sich jetzt. Na klar, guck mal, wie reich seine Eltern, die waren wahrscheinlich nur am Arbeiten den ganzen Tag, weißt du? Der Lonely Boy. Ich meine, was würdest du machen, ne? Wenn du siehst, wie Kinder leiden und du hast unterm Arsch einen Haufen Waffen sitzen, womit du es vielleicht irgendwie ich brauche Hilfe, könnte. Hier leidet gerade ein Kind. Wo bist du? Ich sehe gerade ein Kind am Leiden. Bist du am Boot? Nein. Donald Trump, rette mich. Sieht mir nicht gut aus. Wow, er ist direkt bei mir. Er will unbedingt mich. Hab ihn irgendwie verärgert. Ey, wo könnte denn jetzt die Schraube liegen? Die liegt doch nicht irgendwo im Camp, Alter. Ja, in einer Minute kommt die Polizei. Ja, aber so lange kann ich auch noch Schrauben suchen. Oder setze ich mich einfach in ein Zelt? Hilfe! Er will mich! Wo bist du denn ungefähr? Packneck. Okay, da sehe ich. Am Auto da unten, ne? Nein, nicht ganz. Ich bin in einem Haus drin. Ja, aber ich sehe es auf der Karte, ja. Boah. Einer wartet schon am Ausgang. Ich muss eh einmal jetzt quer durch. Jetzt macht dein Teleport. Ah, der will unbedingt mich töten, aus irgendeinem Grund. Boah, ich dance mit ihm. Ich hab noch Kracher. Das ist alles, was ich hab. Du musst es machen wie bei Rick and Morty. Zieh dich nackt aus. Er kann nackte Leute nicht leiden. Das wäre total witzig, ne? Er kann es nicht mehr ansehen. Ekel bekommen würde. Bei nackten Leuten. Ich bin auch noch ewig weit weg dann von den Bullen. Ja, ja. Aber er will wirklich nur mich. Er will nur mich. Aus irgendeinem Grund. Ich höre ihn aber. Oh, er ist direkt neben mir. I am the dark. Hörst du die Stimme, die dir sagt? Out of the dark. Na, einer ist schon entkommen. Ist er jetzt weg? Weiß nicht. Hab auch keine Ahnung. Nicht. Läufst du hier gerade hoch zu mir? Nee, ich laufe jetzt gerade. Ich bin an dem Lagerfeuerchen-Symbol. Wir kommen ans Lagerfeuer und singen das Lagerfeuerlied. Wieso, ey, ich will mitkommen. Wo ist denn der jetzt? Oh. Ich hör einen Röchli. Flat Rock. Ich bin auch Flat Rock. Ich muss durch Flat Rock einmal. Ich muss einmal durch den flachen Stein. Also bei mir sieht's gut aus. Ich habe noch vollen Sprint.
Oh, ich höre Mucke. Leider da keinen vollen Sprint. Ich bin jetzt direkt bei Flat Rock, direkt da, wo der Name ist. Und ich habe nur eine Machete. Mehr habe ich nicht. Wo ist er denn? Ist er bei dir? Könnt ihr ihn irgendwie ablenken? Könnt ihr ein bisschen mit ihm tanzen? Ihm ein wenig Honig um den... Oh, fuck, ich bin schon... Das ist dieser Ausgang, wo man super weit... er ist vorne an der Polizei jetzt gewesen. Das ist dieser Ausgang, der dich schon super früh als Survived meldet. Ich wollte eigentlich mein Messer noch hinlegen. Er steht vorne und wartet. Er steht vorne und wartet, oder wie? Jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Ihr seid nur noch zu zweit. Also er war auf jeden Fall gerade da und er hat im Wald irgendwo ein bisschen Fallen gelegt. Also müsste man, um ganz safe zu gehen, schon... Bist du am richtigen Ende? Ja, ich bin am richtigen Ende. Oder? Ja. Nein, Fall Damage! Spider Murphys! Was macht er jetzt? Crackerlies! Guck in meine Cracker! Guck in meine Cracker! Ich hör mir jetzt hier nochmal Ausdauer. Ich kann sagen, Ausdauer generieren und dann den letzten Sprint einfach an ihm vorbei. Ich versuch's. Ich sehe eine Falle da vorne. Ey, warum läuft dieses Spiel auf so hohen Frames eigentlich? Was? Oh mein Gott, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Hast du ein Messer? Nein, ich habe kein Messer. Alter. Ich habe nur die Falle vorne gesehen. Komme ich jetzt als Chavez wieder? Wurde der gerufen? Ich kann es nicht sehen. Nee, witzig, kein Harvest, glaube ich. Als Chavez. Was? Ein Harvest sehe ich aber auch nicht. Nee, deswegen. Hat den also niemand gerufen? Entweder die Tussi ruft jetzt nochmal den Harvest. Warum ist sie nicht abgehauen? Die ist vorhin nicht mehr hergelaufen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nice idea, CS Goat. Und was macht sie jetzt? Jetzt will sie sterben. Ah, nee, sie hat ein Messer. Also in letzter Zeit habe ich echt Glück. Aber ich habe die Falle nicht gesehen. Also ich habe vorne eine gesehen, habe ich noch gesagt, ah, das ist eine Falle. Dann wollte ich nochmal zurück. Ja, das war aber genau das, das war halt sein Trick. Ja, das ist die Primärfalle. Das Problem ist, ich habe halt auch dadurch, dass ich dann Furcht hatte, habe ich dann auch nicht mehr viel von meinem Umfeld gesehen. Ne, weil du eine Furche hattest? Weil ich eine Furche hinten hatte, da war ein bisschen Krümel drin. Vielleicht, wenn sie die Tür da öffnet, ah ne, sie hat noch ein Spray, weil da könnte auch ein Spray drin sein. Oh nein, da wäre ich doch erst gesprungen und hätte dann das Spray genutzt. Naja, vielleicht hat sie sich gedacht, vielleicht sterbe ich, weißt du? Vielleicht ritze ich mir die Kimme dann komplett auf. Aber ich glaube, die ist am anderen Ende, kann das sein? Kann man auch ohne das Boot rausschwimmen? Hat das mal jemand probiert? Eigentlich finde ich es eh total idiotisch. Weißt du, du kannst mit einem Auto rausfahren. Huh? Die war doch ewig weit weg. Was hat der denn für einen Gummiarm, der Typ? Zack. What the fuck? Die ist ja komplett weggeflogen bei dir auch. Guck mal, und jetzt noch ein Deep Throat ohne Kopf, Alter. Ekelig. Bei mir ist die komplett weggeflogen. Echt? Bei mir ist der Kopf weggerollt. Der ganze Körper so, hui, und weg war er. Dann sah es aus wie so ein Deep Throat-Versuch, nur halt ohne Kopf. Ein Stumpi. Stumpf-Throat. Ja. Das machen einige. Stumpi-Sex. Sie sagt, sie hat einen Award für ihn, er soll nach Hause kommen. Hat eine Auszeichnung bekommen. Die Jason Killer, Awards. Killer des Monats. Ja. Hier, guck mal, nur für dich. Die monatlichen Jason Awards. Mann, und wer hat die Bullen gerufen? Wer war der attraktive junge Mann? Ja. Er hat mich fürs Team. Ich habe ein Reinforcements-Patch bekommen. Escaped, es sind nur zwei entkommen. Zwei Stück. Zwei gute sind entkommen, der Rest ist tot. Na, ob der eine da, dieser Verkehrsmann da, ich weiß nicht. Dieser Verkehrsmann. Ey, das schon wieder, also die Asiaten kommen jetzt nach und nach, ne? Und die haben alle hier auch Schlawinio. Die haben alle Schlawinio, klar. Leute schreiben auch, Kies, besorg dir doch mal Schlawinio. Aber jetzt gehen alle raus. Ja, jetzt gehen alle raus. Ob da nochmal ein Schwall reinkommt. Aber Schlawinio kriegt man, wie soll ich den besorgen? Wo soll ich den hernehmen? Anschreiben die Entwickler und sagen, hey, ich habe eine riesige Community und die wünschen sich alle den Schlawinio. Können wir mal so eine Twitter-Aktion starten? Wir spammen denen ihr Twitter-Account zu Schlawinio für Kies. Hast du Twitter? Nö. Aber die schreiben mir dauernd E-Mails. Also benutzt. Die Entwickler schreiben mir dauernd E-Mails. Wirklich dauernd. Die sagen, dauernd, hey, du hättest E-Mails. Da links gehen müssen. Ja, wirklich. Die gucken sich da wirklich dieses ganze Projekt an. Obwohl die kein Wort verstehen. Ja. Aber ich glaube, keiner spielt so viel Freitag der 13. wie wir. Mir hat ein Italiener geschrieben, der hat sich dann ganz höflich entschuldigt, dass er den Google-Übersetzer benutzt und so, aber er sagt, er versucht im Moment Deutsch zu lernen und deswegen schaut er die Videos, die wir machen. Krass, ne? Was es alles für Menschen gibt da draußen.
Ja, aber an sich ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob das bei Japanisch auch so einfach funktioniert, dann, weißt du, aber ich meine, Fremdsprachen lernen ist für viele eh voll die Hürde. Irgendjemand muss noch ready drücken. Irgendeiner von denen. Wer Marcellus wird Wallace. Als erstes ready? Oh, da wählt jemand. Crystal Lake, Mann, komm, mach Crystal Lake. Woher kenne ich denn den Namen Marcellus? Hier von wer war Marcellus Wallace? Warum habe ich den Namen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Doch klar, hier, Marcellus Wallace, hier, seine Frau, ihr wurden die Füße massiert und deswegen hat er ihn aus dem Fenster geschmissen und dann ist er im Gewächshaus gelandet und war irgendwie leicht behindert hier von, Was zur Hölle? Was? Ja, hier Samuel L. Jackson und John Travolta unterhalten sich. Ach so, Pulp Fiction. Pulp Fiction, ja. Ja. Erzählt er nicht irgendwie, wegen der Fußmassage hat er ihn aus dem Fenster geschmissen, dann ist er im Gewächshaus gelandet oder so und danach hat er irgendwie leicht nach links gezogen. Wegen der Fußmassage? Wunderschöner Dialog. Pulp Fiction. Ja. Wusstest du, dass da damals... Das ist ein köstlicher Burger. Co-Writer war damals Seiko, wusstest du das? Ach so, nee, wusste ich gar nicht. Nee, der hat da mitgeschrieben. Doch, der Big Kahuna Burger stammt von ihm. Ja, ja. Oh, bin ich? Nein, ich bin nicht Jason. Schon wieder nicht. Gibt's Big Kahuna eigentlich wirklich? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja in Amerika gibt es ja unzählig viele Burgerketten. Ja, ich glaube, das ist das Land der Burgerketten. What the fuck is happening? Ich kann nur sagen, Carl Jr., so einen kleinen Carl Jr. am Morgen, gönne ich mir schon mal ganz gerne. Oh, geil, am Schießstand war direkt eine Flinte, Alter. Ich bin hier direkt in irgendwo. Weißt du? Direkt im Irgendwo? Ich mach eine Falle. Und ich hol mir Punkte. Ich hab eine Karte gefunden. Nice. Bist du das da? Und Kracher gefunden. Ach ja, Glück haben die Leute geschrieben, weil die Leute sagen immer, Kies, der liest doch gar keine Kommentare. Ich beantworte keine. Das ist ein Unterschied, ja? Lesen tue ich sie schon. Also, jemand hat geschrieben, dass Glück keinen Einfluss hat darauf, was in den Kisten drin ist. Das ist komplett random für jeden. Also immer wieder von Runde zu Runde. Sein Glück hat damit zu tun, zum Beispiel, wie lange der Schläger hält oder zum Beispiel, wie gut man ausweicht oder wenn man übers Fenster klettert und es ist kaputt, ob man sich die Kimme ritzt oder nicht. Das wäre Glück. Also weil es passiert ja ab und zu, dass man durch ein Fenster geht und man sieht ja dann am Heilspray, wenn ein X steht, kann man es verwenden. Wenn nicht, ne, dann hast du halt keinen Schaden genommen und ja. Oh nein, er ist hier. Also bei mir ist alles gut. Oh, hier ist das Haus mit der Sicherung. Richtig gut. Hey, ich kann mir hier einen lila Pullover nehmen. Ich bin im Schrank, wie Tom Cruise. Oh, was? Alter, was für ein Ausweichmanöver gestartet hat. I want to break free. Yes, Alter, I broke free, motherfucker. Jason kann mir gar nichts, ich hab einen Ledernacken. Wir haben ein Boot und ein Auto. Die Sicherung ist wo, bei der Werkstatt oder wie? Hast du die gefunden? Nee, deswegen frage ich ja nochmal. Das Sicherungshaus ist bei Springwater Camp quasi. Also wenn du das Wort ganz normal in der richtigen Richtung liest, das Springwater Camp quasi unter dem P, leicht rechts ist ein Gebäude, da irgendwo. Nee, ich hab nur Crackerlies in der Hose. Jason rennt immer noch da hinten durch den Wald, der Huren. Oh nein, jetzt teleportiert er sich. Boah, hier ist ja gar nichts. Alles wurde leer gelootet. In die Fresse, Jason. Ich komme und rette dich. Ist er immer noch bei dir? Ja, ja. Will er dich? Ja, ja, er will mich so sehr. Haben wir einen Jarvis geholt? Ja. Radio Gaga. Aua! What? Ich habe ein Messerchen gehört. Ja, ja, das hat auch getroffen zwischen dritten und vierten Lendenwirbel. Aber was mache ich, wenn er mich grabt? Hast du eine Waffe? Ich habe nichts, nein. Shit, dann kann ich nicht angreifen. Ich habe alle meine Waffen aufgebraucht. Achtung, Vorsicht. Wenn er dich grabt, dann schlage ich zu. Alter. Alter, er hackt dich tot. Er will dich tot hacken. Hab ihn gestunt. Hast du ein Spray? Nein. Ich muss erstmal irgendwas finden, um hier. Ich hab keins, sonst hätte ich dich geheilt. Hier rein. Hier rein. Hector! Schnell! Oh.
Hier drüben ist ein Walkie-Talkie, damit können wir deine Wunde abdichten. Ich hab den Propeller da hinten gesehen. Hier ist eine Karte, falls du noch keine Karte hast. Nimm den Propeller. Schlag den tot. Nein, er hat mich gepackt. Schlag ihn. Oh, come on. Weil ich Kreis heldenhaft retten wollte, bin ich heldenhaft gestorben. Was? Jetzt schmeißt er alle aus dem Fenster, oder was? Okay, oh, komm schon. Oh, wir liegen ja überhaupt aufeinander. Oh Gott, das ist im Tod vereint. Du hättest doch nur was sagen müssen. Dafür brauchen wir uns nicht umbringen lassen. Du kommst als Jarvis wieder, oder? Das ist ein sehr, sehr trauriger Tod. Normalerweise immer der zweite Spieler wird gejarvis. Ja. Guck mal hier, die tauschen richtig. Oh, nimm so ein Messer, da ist noch ein Spray. Ja. Ach, da ist ja noch ein Propeller, liegt da draußen vor dem Haus. Nö, den hol ich später, ich hab ja Zeit. Es macht ja nichts. Alter. Der will uns. Warum wird denn keiner hier gejarvist? Die brauchen uns, jetzt. Return of the Jarvis. Ist noch keiner Harvest? Nee. Nee. Und er wurde gerufen. Sie ist aber ganz schön sportlich, ne? Die Yoga-Trainerin. Welche? Die mit dem Sternpullover oder? Ja, die mit dem geilen Arsch. Die mit dem Muffin-T-Shirt? Genau die, ja. So, oh, ich habe hier noch so ein altes Sexspielzeug. Das ist einfach nur ein Rohr. Ich sagte doch Sexspielzeug. Komm schon, reparier das, mach mich zum Tommy und wir fahren in die Freiheit. Machen süße, süße Liebe. Was hat sie da gefunden? Hätte ich Kreis nicht gerettet, wäre ich noch am Leben. Ja, ich hab's versucht, es ging nicht. Also es ist, wenn du direkt neben dem Fenster stehst, dann fliegst du so, da fliegst du schnell durch, da machst du nichts. Ich wusste aber nicht wohin, die Hütte war so klein, ich dachte, die Tussi Stunting, guck mal, da liegen wir beide. Siehst du das, wenn du auf die Muffin-Frau guckst? Die Muffin-Frau? Da liegen wir beide und kuscheln. Was machen die hier? Guck dir das mal an. Hier, zack, nimm mal hier einen Spray, nimm mal einen Schlüssel. Nimm mal einen Schlüssel, einen Spray, guck mal, Batterie ist auch drin. Weißt du, was richtig deprimierend ist? Weißt du, was richtig deprimierend ist? Ich wette, die starten die Karre, entkommen und ich komme dann als Tommy wieder. Das wäre richtig deprimierend. Das wäre kacke. Was macht er jetzt? Teleport? Humpelmaxe. Oh, wo ist er denn? Der lässt sie ziehen. Das ist alles abgesprochen. Er lässt das Volk ziehen. Das ist alles abgesprochen. Wo fahren sie lang? Ich habe keine Ahnung. Ja, was macht er jetzt? Ich weiß es nicht. Ausscheren. Ausscheren. Mascheren? Ja, mascheren. Ich wollte nur mascheren. Aber benimm dich doch nicht so. Ey, das gibt's doch nicht. Der macht gar nichts jetzt, echt. Wo ist denn der? Der macht ja echt nichts. Warum fährt Freedom er nach rechts? Jason? Links wäre er doch schon draußen gewesen. Keine Ahnung, vielleicht abgesprochen. Ja, das sieht, glaube ich, das ist, sieht aus wie eine Snitch-Runde. Nee, die nehmen hier noch jemanden mit, deswegen. Ach so. Guck mal, alles Mädels. Und wir waren die einzigen Würstchen, oder? Ja klar, wir waren die einzigen Würstchen. Oh Mann, wir hätten so einen schönen Sommer haben können und dieser Wichser. Verdammt, oder? Ja, er hat gedacht, Würstchen-Night, klarer Fall von Würstchen-Night. Ja. Das wäre der Lümmelsommer gewesen. Der Lümmelsommer 89. 79, aber egal. Ist es 79? Nein. Ja, ist 79. Doch, ist 79, oder? Echt? Ich weiß gar nicht so genau. Aber hier, Frisk. Ist der Einzige, der noch da ist. Frisk ist allein mit seinem Sternpullover. Frisk oder stirb. Frisk oder stirb. Na, aber wer ist denn... Ja, aber wer wird jetzt zu Tommy? Irgendeiner muss doch jetzt hier noch als Tommy wiederkommen. Escaped, ist eine. Nee, keiner kommt. Die haben Tommy gerufen. Ich habe geguckt und ich habe Tommy gesehen. Ha. Das ist doch buggy. Also heute ist alles ein bisschen buggy. Ja, irgendwie schon. Private McNuggets ist aber da gewesen, aber der ist auch entkommen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal verfolgt werde, verstecke ich mich in einem Zelt. Ich will unbedingt diesen Kill mal sehen. Wo er dann den Schlafsack rauszieht und. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, was macht Frisk jetzt? Ich meine, was ist sein Plan? Na, ich weiß nicht, vielleicht ist seine Frist bald abgelaufen. Mann, ey, es ist aber auch wieder witzig heute. Guck mal, da drüben. Der Sicherungskasten. Oh,
Hat er die Sicherung? Ich denke schon. Sonst würde er nicht so drauf zulaufen. Das wäre ja krass. Ich glaube, ja. Aber wo ist Jason? Was macht er? Er hat die Lümmels erledigt und jetzt? Wenn er jetzt einen Fehler macht, kommt aber Jason. Was? Wie schnell ging das denn? Boah, Alter. Die Tussi kann die das so gut? Das wusste ich nicht. Ja, ja, die kann das super gut, glaube ich. Die hier einmal rein und fertig. Alter. Stäbchen rein, Vater sein. Oh, jetzt kommt er. Aber ich glaube, die hat auch so eine Schnellsprachfunktion, weißt du? Schnellsprachfunktion. Ist durch, ist durch. Er ist schon im Haus. Boah, wow, aber sie hat ein Messer, oder? Messerglück? Messerglück? Kein Messerglück? Kein Messerglück. Alter. Wow. Headnut, hab ich noch... Alter. Zack. Alter. Voll ins Ohre. Und jetzt fliegt sie hier noch so ein bisschen hoch. Sie fliegt davon. Guck mal, jetzt reckt sie aber auch so ein bisschen den Po in die Höhe, hast du ja gesehen? Ja, ja, ja. Mann, Alter. Mann, Mann, also heute hatte ich nur Pech. Also, ach, dieser Jason. Dieser Jason. Es gibt ja noch so eine geheime, super krasse Secret-Runde, die leider in den Archiven verloren gegangen ist. Da ist ein Auto hochgeflogen. Da ist ein Auto hochgeflogen? Hast du schon mal gesehen, wenn Jason in Space fliegt, Alter? Das musst du dir mal reinziehen. Da gibt's das auch ist richtig krass Glitz gewesen. Also ich bin da mit so einem extrem asozial fahrenden Koreaner im Korean Drive unterwegs gewesen. K-Drive. Guck mal, nur die Würstchen. Und dann am Ende hat er sich gedacht, ja komm, Brötchen fehlt noch. Ja, voll krass. Brötchen zum Runterspülen. Ja, er hat ein, also das, da, also ich würde ja fast behaupten, dass der Killer diesmal eine Frau gewesen ist, ne? Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Weil es ist schon verdächtig, dass zuerst die Bestäuber ausgelöscht werden. Es war schon sehr weiblich, was da passiert ist, finde ich. Also, überleg mal, wir hätten in einem Sommer 6 Kinder zeugen können. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht wäre da auch irgendwie noch ein Zwilling bei rumgekommen. Ja, Wahnsinn. 7 Kinder. Und Jason sagt, nee, ich hasse Kinder. Nicht Jason mit hasst Kinder, wirklich. Also das ist ja wirklich ein... Ja, weil die Kinder ihn ja umgebracht haben. Ja, es war ein Unfall, oder? Ich meine, es war stellenweise auch ein Unfall. Ein Mobbing-Unfall. Machen wir noch eine oder gehen wir jetzt? Wollen wir noch mal kurz reingucken? Wir können noch mal ganz kurz reingucken. Boah, das wird aber dann wieder eine Special-Folge, Alter. Da ist aber jetzt noch der DDoS-Virus reingekommen. Oh. Ja, jetzt haben wir eh keine Chance mehr. Alle warten nur auf sein Ready. Hier, ich will's wissen, der eine. DDoS-Virus. DDoS-Virus. Der Jason, das ist so einer, sag ich dir. Ich will einmal diesen Schlafsack-Kill halt auch sehen. Ich will diesen Der ist aber so selten, weil halt niemand in ein Zelt geht. Hast du jemals irgendjemanden in einem Zelt sitzen sehen? Ich bin einmal in einem Zelt gewesen. Ja, und das hat wie gerochen? Naja, wie so ein Zelt nach so einem Sommer halt riecht. Nach Thunfisch, Schweiß und leeren Bierdosen. Das ist geil, oder? Jetzt guck ich mal. Thunfisch. War das nicht 79? Was, 79? Ja, Frauen haben damals 79 noch nach Thunfisch gerochen. Glaub mir, da waren die Dosen noch nicht so schmackhaft gepudert und fresh rasiert. Da war auch oft noch Delfin mit drin. Da war noch ein bisschen Delfin mit drin. Weißt du, deswegen ist auch dieser Delfin-Dildo entstanden. Hier, 1979. Boah, ist ja echt, das ist ja voll früh. Da war ich ja noch im Saft. Und ich bin natürlich wieder kein Jason. Aber wer ist es dann? Dean, glaube ich. Oh nein, das ist so ein Sperr-Jason. Nö. Ah, DDoS. Geht's eigentlich? Ja, klar, natürlich. Natürlich. Gedidost. Gedidost hat er. Hat er uns weggedost. Okay, ich kann direkt den Harvest rufen. Ey, ich werd nie Jason. Ich will einmal wieder ein bisschen rumrennen und schlachten. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich nie Jason werde. Ja, für diese Verlängerung, ey, da muss aber auch mal bei Kreis ein bisschen reingeliked werden. Der Junge braucht's, glaubt mir. Der Junge braucht's. Seine Tochter hat schon gesagt, Papa, warum so wenig Daumen hoch? Und er so, ich kann dir das nicht erklären, Kleines. Die kann doch nicht reden. Ja, aber sie kann schon so ein bisschen reden. Ja, weißt du, ich hab's so übersetzt. Ich hab's so übersetzt. Dreisilbige Sätze. Ja, aber ich hab's übersetzt, verstehst du? Ich kann wenn, dann könnte sie sagen, Papa, Daumen hoch. Das könnte sie. Ja, ja. Und ich hab's halt übersetzt, weil sie ein trauriges Gesicht dabei gemacht hat. Weißt du so, warum die guckt so immer Daumen traurig. Hoch? Weil sie genau weiß, wenn ich traurig gucke, dann ist Papa nämlich weich. Ja, Papa ist aber schon seit ein paar Jahren weich. Ja, besonders am Bauch. Stramm. Aber vielleicht ein bisschen grau, aber dafür richtig fest. Bisschen lila ist er, aber dafür richtig fest. Nach meinem Ring, wenn ich da so einen Ring drum spanne, geht der noch ganz gut ab. Ich habe keine Falten im Bauch, der ist so dick gespannt.
da spannt die Haut so krass, da kannst du dich drin rasieren, Alter. Ich bin wieder in diesem Haus, wo ich geschlachtet wurde in der letzten Folge. Das Schlachterhaus am Schlachterhill. Schlachter die Nudel. Ach, jetzt will er mich, oder wie? Ne, er tanzt um Haus herum. Er ist unten bei... Oh, eine Karte habe ich ja. Hast du eine Karte? Weil hier ist so ein Kartenständer. Ich habe keine Karte, aber ich sehe, dass er bei Camp Hillbrook irgendwo sein muss. Also wenn du an Ständer gehst, kriegst du eine Karte. Hat mir dieser nette, sympathische, ja, schwarze Mann gesagt. Ich übersehe die Ständer meistens irgendwie, weil ich denke, es sind einfach nur Straßenschilder. Ich habe ein Ständerauge. Ich gehe mal Benzin. Hier zum... Bist du in dem Toilettenhäuschen? Ich bin in diesem Paddelclub. Ich bin im katholischen Paddelclub. Springwater Camp? Alter, ich hab Benzin, wir können im Grunde abbooten. Hast du auch eine Schraube? Ja, ist auch schon dran. Wo muss ich denn hin? Springwater Camp oder was? Ja, da so in die Richtung. Also ich bin jetzt am Springwater Camp, genau. Ich guck gleich. Karte, nee, Camp Hillbrook. Von Springwater Camp einfach runter. Also nicht Richtung Norden. Da steigt aber einer ein. Da steigt jemand ein. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Ich weiß es nicht. Der hat gerade jemanden getötet. Nee, doch nicht. Er startet nicht. Kreis, komm, er startet nicht. Er will nicht. Ich glaube, er will nicht fliehen. Beeil dich, Kreis. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Keine Map. Ich laufe gerade blind. Das Boot ist gestartet. Vielleicht komme ich als Jarvis wieder. Oder ich bin jetzt gleich tot. Nein, jetzt bin ich den ganzen Weg hier runtergelaufen. Weil er spielt ja Meeresbiologe Jason. Der ist besonders schnell. Meeresbiologen Jason. Wäre das ist total witzig, wenn sowas geht. Ja, Meeresbiologen ist das super. Generell wo geht's denn hier raus? Ganz da hinten oder wie? Was ist das hier für ein ewig langer See? Bin ich richtig? Ich sehe den Ausgang nicht. Ich drehe hier die Runden auf dem See und weiß nicht, wo es rausgeht. Ach, da drüben ist der Ausgang. Gott, der war aber echt verschlängelt und versteckt. Dass der mich noch nicht gefunden hat, der Mann. Jetzt kommt er bestimmt gleich, kurz vorm Ausgang. Didos? Didos? Du da? Okay, wir tuckern gerade raus. Okay, ich habe auf jeden Fall den Harvest gerufen. Ich habe getuckert. Ach guck mal, das ist eine... Meeresbiologen, Jason. Ei, Captain habe ich bekommen. Ei, Captain. Wahrscheinlich, weil ich extrem lange... Ja, doch. Weil ich wahrscheinlich extrem lange auf dem Wasser war. Erstmal eine Bootstour, Sightseeing, hier auf der linken wirklich, Seite. Das ist der Ort, Seite an dem der kleine Jason damals ersäuft wurde von seinen Kumpels. Ja. Auf der linken Seite sehen Sie den Ort. Ne, jetzt musst du so ganz monoton. Guten Tag, hier spricht der Captain an Bord der Maschine nach Barcelona. Wir haben heute klaren Himmel. Weil alle Kapitäne reden gleich. Ist mir aufgefallen? Ja. Immer so abgehackt schnell. Guten Tag, hier spricht der Kapitän. Ich kenne auch jemanden, der ist Pilot und der redet auch so. Heute wollen wir gemeinsam in den Biergarten gehen. Wir befinden uns auf der Strecke nach München. Oh, Schlafsack. Und wie riecht's? Er sieht dich nicht, Alter, das ist ein Ninja-Sack. Ah, jetzt hat er hyperventiliert. Und jetzt kommt der. Oh mein Gott, der kommt! Hallo, ich bin nur eine große Made! Ich bin nur eine große Made! Fürs Thumbnail hat er das gemacht, Kinder. Alter! Alter! Oh Jesus! Oh mein Gott, wie oft macht denn das? Alter! Das war ganz schön, ja. Jetzt röchelst du noch irgendwie. Ja. Oh, Jarvis ist schon da. Der entkommen ist, ist Jarvis geworden, krass. Wie immer halt. Oh, guck mal, die macht schon wieder direkt Car-Repairing hier. Die sind gleich wieder weg mit ihrem Carsharing-Auto. Weißt du, was haben sie sich sonst hier bei Sixt, haben sie sich das bestellt. Es ist schon wieder durch, die Kinders. Ja, ich muss sagen, hier Private McNuggets, der kann schon fahren. Na, aber es ist immer Humpelmaxe und Dings, ne? Ja, die sind irgendwie so Autoschrauberclub. Ja, die haben Auto, der Girls Club. Und jetzt kommt halt dieser verschrobene Asiate noch mit rein. Und Harvest. Da hinten läuft der Feind. Halves heißt der in Halves. Japan. Halves. 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 Was, ein Wels?
Ein Hai und ein Wels? Was machen die denn da? Was ist denn ein Hai-Wels? Was machen die? Die parken. Oh, da kommt noch einer. Ja, die nehmen alle Girl mit. Es ist Full Carsharing. Oh, Harvest, der hat aber heute Abend einen guten Abend, wenn die alle voller Adrenalin und so sind. Ja, da geht's heute rund. Also der wird sich heute auf jeden Fall den Hai wälzen lassen. Raid ist schon Ende. Oh, aber da steht da. Aber da steht da, es könnte noch mal ein großes Finale bringen. Und? Na, sie weichen aus. Alter, schlecht, Mann, schlecht. Meeresbiologe Jace ist eben nur im Wasser gut. Dann sollten wir in der nächsten Runde vielleicht den Paläontologen Jason nehmen, denn der kann super krass buddeln und egal wo du dich versteckst, der wird dich ausgraben, auch wenn es ewig dauert, weil sein Pinsel sehr klein ist. Wäre sich total witzig, wenn Jason dann so verschiedene Berufe hätte. Ja. Klimaanlagenfachmann Jason. Er saugt dich aus der Hütte. Er manipuliert die Klimaanlage so stark, dass du aus dem Haus gesaugt und zerstückelt wirst. Das wäre eine echt starke Klimaanlage. Ja, das war's, alle weg. So, es war total die schnelle, knackige Runde. Ich wollte nur mal den Rucksackklatscher sehen. Alle Wünsche wurden erfüllt. Es gibt noch voll viele Kills, auch dieser Brunnenkill und so, den hatten wir auch noch nicht. Ja, das stimmt. Es gibt noch einige Kills, die wir noch nicht hatten. Gut, das war's für heute. Gibt's auch eigentlich so einen Sicherungskasten-Kill, dass er dich so in den Strom reindappt? Das wäre doch eigentlich auch was. Er drückt dir die Sicherung so in den Arsch und steckt dich dann mit dem Kopf da rein. Ja, wäre doch voll witzig, wenn sowas geht. Werden automatisch die Bullen gerufen. Aber nur, wenn du einen schwarzen Spieler da reinsteckst. So, genügend Rassismus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Kommen Sie schnell. Bis zum nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen, ist super wichtig, sonst können wir dieses Projekt leider nicht fortsetzen, weil YouTube dann Nein sagt. Tschüss!